Hallo zusammen mal wieder aus Fremont, Kalifornien. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und werde euch heute mal in diesem Video mit nochmal zu Trader Joe's und zu Target nehmen, nur um euch die Weihnachtsdekoration zu zeigen. Let's go! Ich hatte euch ja schon mal ein Video gebracht von dem Trader Joe's und von dem Target. Allerdings bin ich heute auf den Spuren der Weihnachts- oder der Weihnachtsdekoration bzw. des Weihnachtssortiments. Es ist jetzt nicht ein Tag vor Weihnachten, also der Zeitpunkt, an dem ich das Video aufgenommen habe, ist ein anderer, an dem ich das hochlade. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist, ich lade meine Videos ja aktuell immer jeden Montag um 8 Uhr morgens hoch. Aber der Grund, warum ich das jetzt nicht einen Tag vor Weihnachten aufgenommen habe, ist zum einen, dass ich busy bin. Und zum anderen, dass die ganze Dekoration und die ganzen Sachen eigentlich schon relativ zerpflückt sind, so kurz vor Weihnachten. Von daher ist jetzt ein ganz guter Zeitpunkt. Wir schauen uns einfach mal an, was es hier bei Trader Joe's so gibt. Der Grund, warum ich zu Trader Joe's gehe, ist, dass es hier halt relativ viele deutsche Produkte auch gibt. Hier sieht man diese Wraps, also diese Kränze, die es hier zu kaufen gibt. Hier gibt es ein paar kleine Bäumchen zu kaufen. Ein Grump Tree, also ich weiß nicht, ob das mit dem Grinch zu tun hat oder was ein Grump Tree sein soll. Ein Euro-Tree ist hier, ein Europa-Tree. Gehen wir einfach mal rein und schauen uns mal an, was für deutsche Produkte wir hier so finden. Diese roten Pflanzen hier oder diese roten Blumen gehören hier zum Dauersortiment. Hier gibt es mal wieder den Fearless Flyer, den Holiday Guide 2019. Jingle Jangle Triple Ginger Brew. Ja, zu Weihnachten kommt hier jetzt ja auch keine so richtig geile Stimmung auf, muss ich ja auch ganz ehrlich sagen, weil von den Produkten abgesehen, es halt einfach nicht kalt und verschneit genug ist. Das hier ist übrigens mein Lieblings-Weihnachtsprodukt aus Deutschland. Diese Lebkuchen-Cookies, Sugar Glaze Lebkuchen-Cookies, kosten 2,69 € für das 200-Gramm-Produkt. Dann gibt es die noch hier mit Schokolade drauf, auf die stehe ich jetzt persönlich nicht so, aber egal. Über Geschmack lässt sich ja nicht streiten. Und die gibt es hier auch nur einmal im Jahr zu kaufen. Ich habe mir bereits 8 Pakete zugelegt davon. Dann gibt es hier noch den guten Marzipanstollen. Der ist tatsächlich auch aus Deutschland. 500 Gramm, daran sieht man auch schon, dass es ein Importprodukt ist. Von Kuchenmeister. Es ist ein Marzipanstollen von Kuchenmeister. Made in Product of Germany, Kuchenmeister GmbH. Aus Soest, Germany. Sehr schön. Dann gibt es hier noch ein paar Produkte, die jetzt nicht so wirklich deutsch sind. Dark Chocolate Covered Peppermint Jojo's. Danish Butter Cookies. Gibt es hier noch eine letzte Packung in dieser tollen Dose. Strohwaffeln. Shortbread. Italian Cookie Assortment. Sorry. Holiday Ornaments. Gehen wir nochmal hier rum. Was auf der Rückseite dieses Standes hier noch so schönes ist. Taste Test of Caramels für 5,99 €. Montezumas Rache, nein, Montezumas Innovative British Chocolate. Also es ist keine reine deutsche Variante. Oh, Chocolate Ornaments. Mensch, die kenne ich noch aus meiner Kindheit, so mit Knickebein. Knickebein. Oder Knickebein, Knickebein, keine Ahnung. Ja, hier gibt es noch Belgian Chocolate. Und verschiedene andere Produkte noch. Peppermint Bark. English Toffee für $10, die 850 Gramm Dose. So ein bisschen fürs Hüftgold. Die Love Handles. Das sind Nüsse Nutty Praline Trio. Für, was kostet das Nutty Praline Trio? Weiß ich nicht, Schild fehlt. Und dann gibt es hier noch Mini Peppermint Meringues und natürlich die Soft Ladyfingers, die man braucht, um Tiramisu zuzubereiten oder wahrscheinlich auch so essen kann. Und noch Chocolate Covered Pretzel Twists, ein Assortment von Schokoladenbrezeln. Dark Chocolate Mint Stars, weitere Dark Chocolate Stars und Mini Lebkuchen Männer, Mini Gingerbread Man. Und Snowball-Cookies. Und hier sind wir wieder angekommen bei den Lebkuchen-Cookies. Laufen wir noch einmal weiter durch den Laden, ob wir hier noch weitere Holiday-Produkte finden. Hier gibt es noch so Panettone italienischen Kuchen. 4,99 €.
Hier geht es nochmal weiter mit Seasonal Products, Jojo Chocolate and Roped Sandwich Cookies und dann noch die Belgian Cookie Collection. Hier oben, das ist das Standardprogramm, das gibt es halt immer. Und hier drüben findet sich auch nochmal eine kleine Auswahl an Produkten, zum Beispiel A Flock of Milk Chocolate Turkeys. Das ist jetzt allerdings noch übrig geblieben von Thanksgiving mit den Truthähnen. Brandy Beans. Ups, hier fällt es gleich mal runter. Scheiße. Brandy Beans. Und hier gibt es noch Minty Mellows. Ja, ich persönlich mag ja jetzt so Mint und Schokolade die Kombination jetzt nicht so richtig. Insofern sind hier viele Produkte für mich persönlich jetzt nicht so attraktiv. Aber wie gesagt, die Geschmäcker sind da ja unterschiedlich. Ja, hier gibt es wieder die gleichen Produkte, die es da vorne auch schon gab. Aber noch speziellere deutsche Sachen finde ich jetzt hier nicht mehr. Hier sind noch weitere von diesen Lebkuchen-Cookies. Und natürlich nochmal der Marzipanstollen. Oh, hier drüben geht es nochmal weiter. Der Triple Ginger Brew, also ein Ginger Bier sozusagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt irgendwie besonders irgendwas mit Weihnachten zu tun hat. Aber wahrscheinlich schon. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rüber zum Target und schauen uns an, was es beim Target so an Weihnachtsdekorationen zu kaufen gibt. Ich würde sagen, ich bin jetzt mal ganz unamerikanisch und laufe das Stück rüber, obwohl mein Auto hier geparkt ist. Ja, wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir jetzt nicht unbedingt einen Baum gebraucht, aber meine Kinder, 5 und 7 Jahre alt, haben drauf bestanden und ich habe nämlich dann halt erbarmt sozusagen und habe bei Lowe's, also sowas wie das Home Depot, der große Konkurrent, eine Douglas-Fichte gekauft, die ist etwa 2 Meter hoch. Und die hat ja $50 gekostet plus Tax, also $55. Man hätte jetzt auch locker 70 ausgeben können für einen etwas größeren Baum oder 30 für einen sehr kleinen Baum. Aber die Kinder wollten halt diese Größe etwa haben, damit sie was zum Dekorieren haben. Ich habe die Lichter installiert und habe denen dann gesagt, okay, hier, mach den Rest, da ist die Kiste, viel Spaß. Und entsprechend sieht der Baum jetzt ein bisschen schief aus, aber ist okay, die Kinder hatten ihren Spaß. Und ich hatte meine Ruhe, nachdem ich den Baum gekauft hatte zumindest. So, wie man sehen kann, es weihnachtet sehr hier bei Target. Merry Christmas for all. Ich wundere mich im Übrigen sehr darüber gerade, dass sie da oben, ich weiß nicht, ob ich es lesen kann, auf dem Schild, dass sie da Merry Christmas geschrieben haben. Weil dieses Merry Christmas ist hier halt, oh Alter, guck dir die Mode an. Vielleicht, was meint ihr Leute, sollte ich mir hier so ein Shirt kaufen mit dem Grinch drauf? Darf ich mich nirgendwo mehr blicken lassen, ey. Oh Gott. Okay. Weil das mit diesem Merry Christmas ist halt hier sehr umstritten, weil es halt nicht inclusive ist. Also, weil es halt Leute mit anderen Religionen oder so halt ausschließt, sozusagen. Huh, schick. Und von daher, wird halt nirgendwo Merry Christmas gesagt eigentlich mehr, sondern halt nur Happy Holidays. Deswegen wundere ich mich halt nur gerade, dass dort bei Target halt Merry Christmas steht am Eingang, weil Target an sich ja jetzt eher so eine sehr, wie soll ich sagen, politisch korrektes Ding ist irgendwie. Also hier ist so ein bisschen Weihnachtsschmuck auch schon mal. Aber das ist natürlich noch nicht die richtige Seasonal-Weihnachtsecke hier. Und die haben zum Beispiel, also ein Beispiel dafür, warum sie halt so mega politisch korrekt sind, ist, dass sie halt das Gendered-Spielzeug abgeschafft haben. Also sie hatten halt, Walmart hat es auch immer noch, also so eine Ecke für sozusagen Boys-Spielzeug, Jungen-Spielzeug. Also so mit irgendwelchen Actionfiguren und so weiter. Und dann gibt es halt so die Mädchenspiele-Ecke, so mit Puppen und so. Und das hat halt Target abgeschafft. Also es gibt natürlich noch Puppen und Actionspielzeug zu kaufen. Aber sie haben es halt so durchmischt so ein bisschen
und haben es halt auch nicht mehr so genderspezifisch gelabelt irgendwie. Ich meine, ist okay, also kann man machen. Aber ich meine halt nur, Target ist da halt sehr drauf bedacht, auf ein eher liberal-linkes Publikum auch ansprechend zu wirken. Anders als jetzt zum Beispiel Walmart, dem das halt relativ egal ist. Und man muss halt auch dazu sagen, ohne da jetzt zu sehr in die politischen Tiefen einzusteigen, dass jetzt halt auch so die, zum Beispiel so die Hispanics, die halt überwiegend eher bei Walmart einkaufen gehen, dass die eigentlich auch sehr konservativ sind. Also die wählen zwar jetzt eher die Demokraten, weil die Republikaner halt so eine sehr, wie soll ich sagen, Anti-Immigration-Rhetorik haben, aber die sind an sich sehr, sehr konservativ. Also ich meine, sind alles, aber sind überwiegend Katholiken und haben sehr viele, sehr starke Family Values und so. Sehr traditionalistische Gesellschaft mit sehr stark verankertem Männer-Frauen-Bild. Also insofern, anyway, ich wollte euch ja eigentlich auch nicht so sehr über Politik volllabern und Gesellschaftszusammenhänge, wie auch immer, sondern euch halt die Weihnachtsdekoration zeigen. Was kostet denn jetzt dieser Baum? Ich bin ja immer kurz davor. Meine Frau meinte, sie würde sich dann allerdings scheiden lassen, wenn ich mir so einen Baum kaufe hier, so einen Plastikbaum. Nein, hat sie nicht gesagt, sie würde sich deswegen nicht scheiden lassen. Aber sie meint, diese Plastikbäume kommen ja nicht ins Haus. Und natürlich hat sie jetzt nicht komplett Unrecht damit. Aber andererseits, ich sehe auch den praktischen Aspekt davon. Ich weiß jetzt gar nicht, was der kostet. Hier ist kein Preis dran. Ah doch, hier. Ey, Alter, der kostet $500. Ja, aber da hat man was fürs Leben, oder? Da hat man echt was fürs Leben. Du brauchst dann natürlich aber auch noch so eine Tüte, wo dieser Baum reinkommt. Also mit dem Baum an sich ist es jetzt nicht getan. Ne? So, der Baum, genug den Baum bestaunt. Hier sind noch weitere Sachen. Es ist alles nicht billig. Also $15 hierfür. Ne? Also wenn du hier ein bisschen einkaufst, dann bist du halt auch schon ganz gut Geld los. Was man machen sollte, wenn man schlau ist, ja, wenn man so deutsch sparsam ist, dann sollte man die Sachen eigentlich eher danach kaufen, nach Weihnachten. Also schon so mit dem nächsten Jahr im Sinn. Die Sahnestücke sind natürlich relativ schnell vergriffen, aber diese ganze Ecke wird dann hier zu so einer Weihnachts-Clearance-Ecke, also so ein Weihnachtsausverkauf. Ja, was kostet sowas? So ein Ornamentset hier kostet zum Beispiel $5. Das finde ich geht noch einigermaßen. $9 für dieses hier. Und was haben wir hier noch so? Kleine Tischbäumchen und hier ist noch so ein bisschen so eine Krimskrams-Ecke, alles $3 jedes Teil, das ist Handarbeit in China, hier auch noch solche Kerzenhäuschen für $10, kleine Rentiere, in Schweine, Schwein, Schaf und Bulle oder Ochse oder Hirsch. Und hier gibt es auch noch irgendwelche anderen Weihnachtsdinger, Namensschilder. Mensch, also die werden sogar Deutsche, finde ich. Alexander, Christian, Daniel, ja, oder Hudson. Echt, es gibt Leute, die Hudson heißen. Na gut, okay. David gibt es auf jeden Fall da unten auch noch. Also wenn ihr einen David kennt und hier die nächsten Tage bei Target seid, habt ihr schon mal ein gutes Geschenk? Ja, hier ist wieder so ein Baum. Was gibt es hier noch Schönes? Den Soccer, ja, ist nicht Football, ist Soccer. Den Soccer, das Soccer-Ornament für $6 allerdings. I have to pass. Und hier gibt es noch irgendwelche für $9 Ornamente, Baby drauf. Baby's First Christmas mit wertvollen Intarsien. Hängen wir es wieder zurück. Ui, sorry. Gar nicht so leicht, das zurückzuhängen. Bevor ich noch schwach werde und das kaufe, ob ich ja auch kein ein Jahre altes Kind mehr habe. Gott sei Dank keine Windeln mehr wechseln. Ja, hier die Gruseleulen für $12. Und natürlich allerlei Lichter. Oh Mensch, hier guck mal, hier gibt es sogar die Katan, The Seafarers. Das ist ein komisches Wort, oder?
The Seafarers. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Für 25 Dollar. Egal, ich habe dieses ganze Katan-Set eh schon. Insofern schnell weg aus der Clarence-Ecke, bevor ich mir noch so eine schöne Pupsi-Handtasche kaufe und damit durch die Gegend laufe. So als Kameratasche vielleicht. Ja, hier sind halt so diese ganzen Lichter. Produktnummern B1 bis B10. Ich habe auch inzwischen aufgegeben, unser Haus zu schmücken. Also einige unserer Nachbarn machen das noch, nicht alle. Aber mir ist das halt irgendwie so ein bisschen zu viel Arbeit, um ehrlich zu sein. Ich bin da so ein bisschen der Weihnachtsmuffel. Der Grinch vielleicht sogar. Schauen wir nochmal, was es hier so gibt in dieser Ecke. Hier sind weitere Bäume. Guck mal, hier sind kleinere Plastikbäume. Die sehen doch aus wie echt. Also ich finde, das könnte man machen. 120 Dollar. Muss man natürlich ein paar Jahre benutzen. Also es lohnt sich das nicht. 300 Dollar. Die Lichter sind aber auch schon mit dran. Wobei die wahrscheinlich irgendwann kaputt gehen, die Lichter. Ich weiß nicht, was dann ist. Da müsste man diesen Baum neu bestücken. Oder ich schlage vielleicht so im Ausverkauf zu. Vielleicht kann ich ja meine Frau doch noch überreden zu so einem Plastikbaum. Sale, 30% off artificial wreaths and garlands. Also künstliche Girlanden, 45 Dollar. Also der Amerikaner gibt ja auch gerne für sowas Geld aus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also 45 Dollar würde ich jetzt, plus Tax, also 50 Dollar im Endeffekt, würde ich jetzt glaube ich nicht dafür ausgeben. Also ich habe auch einmal so einen Weihnachtsbaumständer gekauft, den haben wir Gott sei Dank immer noch. So macht man das hier. Und hier, guck mal, ist das 7,5 Fuß Rolling Christmas Tree Bag. Da tut man den rein, den künstlichen Weihnachtsbaum, kostet 20 Dollar plus Tax 22 Dollar. Und kann ein bis zu 7,5 Fuß, also das sind etwa 2,10 Meter oder sowas, kann er beherbergen. Diese Tasche, das ist doch toll. Mensch. Und hier gibt es das ohne Rollfunktion für 5 Dollar, für 15 Dollar. Da spart man 5 Dollar. Das ist doch schön. Mensch, da gibt es eigentlich kein Argument, sich nicht mehr so einen Baum zuzulegen. Und wenn man das billiger haben will, kann man sich halt auch noch ein Disposable Tree Removal Bag holen. Da sagen die Leute immer, es gibt zu viel Plastikmüll. Man kann seinen Baum einfach so wegschmeißen oder man wickelt ihn vorher nochmal in eine Plastiktüte ein, bevor man ihn auf die Straße schmeißt. Warum nicht? Siehst du, da fällt hier schon das Zeug vom Regal runter. Hier gibt es noch ein leiterloses, also ohne Leiter, 11 Fuß Light Hanging Kit. Also hier kann man, wobei ich kann mir nicht vorstellen, dass das richtig gut funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gut, okay, der richtige Amerikaner, der vorbereitet ist, hat hier natürlich solche Vorhängungen, schon Aufhängungen an seinem Haus angebracht. Das habe ich jetzt leider nicht. Insofern wird mir dieses Produkt jetzt nicht viel bringen. Ich müsste mich selbst noch auf die Leiter begeben. Was gibt es hier noch so Schönes zu kaufen? Ein Suction Cup Wrath Hook. Okay, gut, das macht vielleicht Sinn. Also um diesen Wrath, also diesen Kranz, an die Fensterscheibe zu hängen. Anyway, Decorating Ties. Also damit kann man das irgendwie ranklippen. Schön, was es hier alles gibt. Und hier gibt es natürlich auch noch Socken, um sie über den Kaminsims zu hängen. Da wir keinen Kamin haben, werde ich da hier nicht zuschlagen. Die sind hier halt auch so schön handgestrickt aus China für 13 Dollar. In verschiedenen wertvollen Mustern. Und hier gibt es die billigere Variante, wenn man nicht so viel ausgeben will. 8 Dollar oder die gleiche Materialqualität, nur mit Mini-Maus draufgedruckt für 14 Dollar. Damit das Franchise auch noch mal so ein bisschen Geld abkriegt davon. Und hier gibt es das Ganze auch noch Hogwarts. Keine Ahnung, falsch ausgesprochen, ich blamier mich ja. Und was ja auch hier so wahrscheinlich in Deutschland auch mittlerweile der letzte Schrei ist, auch auf Klamotten, sind halt diese Plastikdinger, die man halt hochmachen kann, diese Flip-Up-Dinger. Ist auch sehr umweltfreundlich auf jeden Fall, wenn das in der Wäsche landet und sich dann ein bisschen auflöst oder dann halt nach einer Saison entsorgt wird, ist sehr, sehr umweltfreundlich auf jeden Fall. Ja, hier gibt es auch noch irgendwelche leuchtenden Sterne, die mit so Unendlichkeitseffekten, ich weiß nicht, ob man das hier bei dem Stern, ob man das sehen kann, Kostenbereich so 35 Dollar.
Ich glaube, ich kaufe mal 10 davon. Schnäppchen. $25 hierfür. Und da oben diese Sachen, diese Katze kostet zum Beispiel $50. Aber ich glaube, ich würde mich für den Igel für $40 entscheiden oder den Pinguin für $40. Wisst ihr was? Ich nehme sie einfach alle. Es sind ja jetzt nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na komm, es sind noch nicht mal $500 dafür. Ja, hier sind wir wieder bei den Lichtern, bei den Lichtinstallationen. Hier gibt es noch so ein bisschen Elektronik-Sachen, also so Zeitschaltuhren und sowas. Kabel kann man wahrscheinlich auch irgendwo im Baumarkt für die Hälfte kaufen, aber das ist jetzt halt hier aus der Weihnachtsecke entsprechend, ist es nochmal so ein bisschen teurer. Ja, aber im Prinzip hier der One-Stop-Shop für alle Weihnachtsdekorationsbedürfnisse. Ja, hier befindet sich das Geschenkpapier und diese ganzen Sachen. So eine Rolle für $2,50 geht, finde ich, eigentlich noch. Also da kann man jetzt nicht meckern. Hier geht es weiter, $5. Ich glaube, die wurde da noch falsch einsortiert. Ich glaube, die sind eher im Bereich von $5 bis $6. Die war zu schwer. Und das so kurz vor Weihnachten. Sowas wird nicht billig verkauft, kurz vor Weihnachten. Hier gibt es halt so Karten zu kaufen. Deluxe Holiday Cards für $15 für 40 Stück. With printed lined self-sealing envelopes, also mit selbstklebenden Umschlägen. Dann gibt es hier noch irgendwelche Clips, also irgendwelche North Pole, Rentier, Weihnachtsmann, Schneemann, Wäscheklammern. Vielleicht für die Socken, Socken oder so, ich weiß es nicht. Kosten auch nur $10, also auch ein unglaubliches Schnäppchen. $4 für dieses eine Ribbon hier, für dieses Band. Und verschiedene Geschenktüten. Ich verwende die ja immer ganz gerne wieder. Außer die für Merry Christmas, da muss man dann ein Jahr warten. Und dann natürlich aufpassen, dass man das nicht den gleichen Leuten gibt als Geschenk, von dem man das gekriegt hat. Das ist ein bisschen peinlich. So viele Leute, ich kriege auch nichts mehr geschenkt zu Weihnachten. Also meine Frau und ich, wir schenken uns eigentlich nichts. Ich kaufe immer nur so ein paar Alibi-Geschenke, damit die Kinder nicht denken, dass Weihnachten nur um sie selbst geht. Und von daher haben wir dann auch immer noch für Mama und Daddy haben wir dann auch noch ein Geschenk. Aber das sind dann immer so praktische Sachen, die ich halt vorher gekauft habe. So nach dem Motto, toll, Mama hat dieses Jahr einen Suppenlöffel bekommen und Daddy hat einen Nudelsieb bekommen. Juhu! The Elf on the Shelf, a Christmas tradition. I'm a boy. Was ist das? Ist irgendein Tier drin oder sowas? Available on DVD und Blu-ray. Okay. Ach so. Okay. Ist ein Buch? Wahrscheinlich mit einer DVD drin oder so. Und hier ist noch das Elf on the Shelf Ding drin. Ja, und hier gibt es noch die Süßigkeiten-Ecke. Die darf ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Ab morgen könnt ihr ja auch zu Weihnachten richtig schön reinhauen. Hier gibt es halt so schöne Lollipop, Cherry, irgendwas. Santa Beards. Der Hipsterbart. Allerlei Süßkram hier. So ein Tassenset, Hot Kakao, also heiße Schokolade heißt das auf Deutsch. Und hier gibt es noch so ein Soft Peppermint Puff Candy. Das Puff Candy. Oreos, White Fudge Covered. Peppermint Dipped in White Fudge. Pretzel Rods. Also Brezelstücke, also so Salzstangen sozusagen. Der Eierlikör für Mutti hier. Nee, es ist Sand oder irgendwas. Ach so, Hot Kakao Mix. Okay, sorry. Was ist hier drüben noch so? Die guten Lindt-Produkte gibt es hier. Die gibt es allerdings auch immer, das ganze Jahr über. Allerdings jetzt nicht diese schönen Minis Peppermint Bark Weihnachtsedition. Dark Chocolate Mint, so ein bisschen wie After Eight. Nur von einem anderen Hersteller. Und Ghirardelli, das ist ja auch aus San Francisco. Also wenn ihr jemand was mitbringen wollt aus Deutschland oder nach Deutschland aus den USA, dann würde ich irgendwelche Ghirardelli-Produkte kaufen. Die sind halt aus San Francisco.
Nicht, dass es nicht bessere Schokolade auch in Deutschland gibt. Oder das riesen Ferrero Rocher Ei, aber das gibt es wahrscheinlich auch in Deutschland, nehme ich mal an. Da ich jetzt gerade voll Appetit drauf. Ey, vielleicht kaufe ich mir so ein Ei und esse es jetzt auf dem Weg nach Hause und erzähle keinem was davon. Das ist eine gute Idee, verratet es nicht weiter. Und dann gibt es hier noch so eine Oreo-Kiste. Die hat natürlich so einen gewissen Sammlerwert auch, so eine Metallbox. Fudge covered und white fudge covered. $10 plus Tax. Und hier gibt es noch Oreos mit Winter Design. Okay, Joy. Aber eigentlich wollte ich halt diese hier mir mal angucken. Das ist ein bisschen ausgebeult mit so einer Mütze drauf. Ja, was ist das hier alles? Gouda Blend, $25. Farmhouse Summer Sausage, Golden Toast, Crackers, Gouda Blend. Das haben sie doch hier reingeschmuggelt. Das hat doch jetzt mit Weihnachten nicht viel zu tun. Wobei, man weiß immer nicht so bei den Amis. Vielleicht hat es auch irgendwas mit Weihnachten zu tun. Und Starbucks hat sich hier natürlich auch mit reingeschlichen. Ins Sortiment. Ja, hier drüben gibt es auch noch mal so ein bisschen weitere Dekorationen. So Teller, Einwegteller. Und zu guter Letzt noch hier drüben. Hier gibt es auch noch mal so ein bisschen Icebreaker, Minz, Candy Cane, wobei die gibt es auch das ganze Jahr über zu kaufen. Irgendwelche Hershey's Schokoladendinger. Die Hershey's Schokolade versuche ich ja immer zu vermeiden, weil sie halt so ein bisschen komischen Beigeschmack hat, was daran liegt, dass da halt so ein Casein-Protein drin ist, also sozusagen ein Käseprotein. Das ist halt seit einem Produktionsunfall in den, weiß ich jetzt nicht, sag jetzt mal 20er, 30er Jahren, irgendwann halt gibt, weil die Amerikaner gesagt haben, oh, das schmeckt ja geil, mehr von dieser Schokolade. Und daraufhin haben sie es halt irgendwie standardmäßig in die Produktions- oder in das Rezept, in die Rezeptur übernommen. Skittles mit dem Elf drauf. Und diese guten Pez-Dinger, die man aus der Kindheit, oder ich kenne sie aus meiner Kindheit, aus West-Berlin. Die guten Pez-Dinger gibt es auch hier. Vielleicht kommen sie auch aus den USA, wer weiß. Hier gibt es noch so ein paar Fingerpuppets für $4,99. Und das war es eigentlich auch schon. Hier geht es direkt irgendwie in den Gatorade oder Powerade-Bereich über. Hier, guck mal. Auch hier, guck mal, die Pez Frozen-Edition auch noch. Frozen 2. Der Film heißt ja wahrscheinlich auch wiederum anders in Deutsch, die Eiskönigin Teil 2 wahrscheinlich. Wenn man Kinder hat, dann fällt einem sowas auf. Wahrscheinlich auch, wenn man keine Kinder hat. Alright, ich würde sagen, das war's jetzt. Komm, nochmal der letzte Blick auf die schönen Weihnachtsbäume. Und dann, wie gesagt, wünsche ich euch ein frohes Weihnachtsfest. Ich beneide euch ja um die Fressalien so ein bisschen. Vernünftige Kartoffeln gibt es hier leider nicht so richtig. Also so ein schönes Raclette. Ist schwierig, kann man machen, aber ist schwierig. Und insgesamt, wie gesagt, vermisse ich doch so ein bisschen die Lebensmittel in Deutschland. Also Weihnachten wäre ich doch ganz gerne für einen Tag in Deutschland. Allerdings reise ich Weihnachten nicht nach Deutschland zurück, weil ich ganz ehrlich sagen muss, das Wetter ist mir dann doch zu gruselig, zu kalt. Und deswegen werde ich hierbleiben. Ja, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Danke mal wieder fürs Reinschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss.